silly place. It starts in my toes and I crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now. Just take your... Hi, liebe Zuschauer, ihr seid bei Wilhelmshaven Vlogs. Heute zeige ich euch den Kaiser Wilhelm Park in der Innenstadt von Wilhelmshaven. Viel Spaß mit dem Video. Der Park befindet sich hier direkt neben dem Bahnhof. Hey Patrick, alles klar für unseren großen Abenteuer heute? Ja, da geht noch mehr. Ich hör schon Stimmen. Bist du bereit für unseren großen Abend? SpongeBob, Patrick, geht's eigentlich noch? Was hast du da drin? Wackersteine? Hey, das sind Wackersteine. Warum sind die Kanister voll mit Steinen? Erstmal mit dem Fahrrad die Helix da runterfahren. Ich glaube, das könnte lustig werden, weil ich glaube, erstens, man kriegt dann richtig Schwindel. Und zweitens, man wird immer schneller werden. Aber ich glaube, da darf man nicht so schnell fahren. Schade. Aber ich würde echt gerne mit dem Fahrrad diese Helix da runterfahren. Von ganz oben. Helix. Ja, hier ist gerade irgendwie so ein komisches Stadtfest oder Feuerwehreinsatz, hat's keine Ahnung, was auch immer. Ich finde das ja schön, wenn man mal also Feuerwehrautos so auseinandergepflückt sieht, weil das sieht man ja sonst eigentlich gar nicht, wenn man gar kein Feuerwehrmann ist. So, wir sind jetzt angekommen am Ziel des heutigen Tages. Und zwar da drüben befindet sich der Kaiser Wilhelm Park. Hier befindet sich der Bahnhof, wo die Nordseepassage ist und direkt da drüben quasi. Wird man schon mal freundlich empfangen, wenn man hier aus dem Bahnhof rauskommt, muss ich mal ehrlich sagen, von der parklichen Atmosphäre der Stadt. Biegen Sie rechts ab, dann haben Sie diesen Park erreicht. Ja, Leute, der Park ist wunderschön, obwohl er mitten in der Innenstadt liegt. Ich finde den Kurpark zwar schöner, ja klar, der Kurpark ist ja auch von der Lage her so ein bisschen größer und so, aber ich sag mal, für die kleine Fläche, die der Park hier hat, haben die hier ordentlich was draufgeknallt, was ich nicht ehrlich sagen. Was aber eine Besonderheit ist in diesem Park, sind diese komischen Zelona-Dings da, was auch immer. Aber hier ist echt viel Natur und auch echt gut gepflegt, muss ich ehrlich sagen. Also hier ist auch gerade viel los, habe ich ja nicht gerade gesehen. Ja klar, schönes Wetter, die Leute wollen raus, man sieht das. Und was eignet sich da besser als ein Spaziergang in den Park, wo noch uralte Londoner Gusslaternen erhalten sind? Weil diese Laternen, die hat übrigens Thomas Edison im Jahr 1900 oder 1801 erfunden, so rum. Hier, er chillt auch schon sein Leben da. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt rechts rum vorbei an der Christusgarnisonkirche. Aber die schauen wir uns jetzt nicht von innen an. Wenn ihr die von innen sehen wollt oder wenn ihr hier mal ein richtiges Video über diese Kirche sehen wollt, dann schreibt es mal in die Kommentare, dann mache ich das gerne mal. Weil über diese Kirche gibt es reichlich was zu berichten, die hier übrigens da hinter den Bäumen gerade ist. Kann man die Laterne Bier powern da vorne, was meinst du? Boah, ja, sitzen muss ich jetzt nicht, ne? Hinsetzen können wir uns gleich woanders. Zum Beispiel da vorne bei Adelwerkplatzpromenade, die ich auch noch zeige in diesem Video. Also hier, das ist der Grund, warum der Park Kaiser Wilhelm Park heißt. Denn hier steht Kaiser Friedrich Wilhelm II., der ja damals den Kriegshafen von Wilhelmshaven mitgegründet hat, der Ursprung von Wilhelmshaven war und der eben auch den Grundstein der gegenüberliegenden Christusgarnisonkirche gebaut hat, die früher St. Elisabeth Kirche hieß und erst seit 1956 Christusgarnisonkirche heißt. Weil, also nee, 1959 wurde der Neuaufbau dann wieder eingeweiht. Aber naja, man ist eine lange Geschichte bei dieser Kirche. Kann ich euch da gerne mal ein separates Video zu bringen, wenn ihr es wollt. Aber hier, der Park ist wunderbar. Park oder so, aber für seine Größe und für seine Größenverhältnisse hier hat man hier echt viel zu bieten. Auch echt viel Spaß hier, muss ich sagen. Oh, es ist geil hier. Erstmal schön hier hinsetzen.
Oh, Mann, die Bänke sind so gemütlich. Ey. Wenn man sich einmal hinsetzt, dann will man die nie wieder weg. Oh, einfach mal das Leben genießen, Leute. Prost, Leute, geprost. Das war das letzte Mal, dass du mich so an der Nase herumgeführt hast. Selbst wenn damit sämtliche YouTube-Kanäle ausgelöscht werden, kreuze ich jetzt die Abos. Mehr Abonnenten. Mehr Abonnenten. Maximal Abonnenten. Boom. Schaut mal, Leute, da vorne ist das Marinearsenal und wir sollten jetzt mal, also ich glaube, es ist mal an der Zeit, das Marinearsenal zu marinieren. Mit dem Mariniermehl, das man nie wieder auf Fleisch verwenden kann. Also, was ist das da auf dem Dach eigentlich? Ist das Kunstschnee oder was? Was, weil mich irritiert das ein bisschen, weil mir ist das nie aufgefallen, dass das Dach weiß ist. Aber was, ja, gut, das kann wahrscheinlich sein. Nein, dass da Kunstschnee oder irgendwie Pollen drauf sind, aber sieht schön aus, kann meinetwegen so bleiben. Da ist irgendwie so Wasserspeicher gedünstet, was früher, als es hier noch Werft war, ja, so also genommen wurde quasi. Aber wir drehen jetzt wieder um, dann gehen wir da hinten so lang Richtung Adelwerth-Promenade. Ich weiß, es war ein bisschen unlogisch, aber ich wollte mal ein bisschen hier das Tor zeigen, von wer Werft eigentlich. Hier, guck mal, ich habe hier diesen Kronleuchter gefunden, den ich auch gerne haben würde. Wie viel kostet der denn? Schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr wisst, wie viel dieser Kronleuchter kostet. Also ich wäre eigentlich bereit, jeden Cent dafür auszugeben. Hat man scheinbar frisch gemäht, ne? Mit oder Husqvarna war hier am Berg, ich weiß es ja nicht. So, da vorne ist jetzt die Adalbertstraße, die hat eine Laufpromenade in der Mitte. Ja, und die zeige ich euch jetzt auch noch hier in diesem Video. Hier, Taubsie, das Taubsie. Oh, schade, dass das noch ein Taubsie oder wie auch immer das Pokémon heißt. Aber, oh Leute, da vorne ist die Prinz Adalbert von Preußenstraße, beziehungsweise einfach nur Adalbertstraße, aber weil die wurde nach Prinz Adalbert von Preußen, dem Sohn von Kaiser Wille, den zweiten, den Stadtgründer von Wilhelmshaven benannt, der damals die Militärbasis Heppenser-Groden war, umgelassen hat, welche ja der Ursprungsort von Wilhelmshaven war. Da ist so ein komischer Werftarbeiter Waldemar Otto, wo heißt der hat früher da gewohnt, wo heute dieses moderne Dachterrassenhaus steht. Und das ist Gelände, weil hier mal die Militär gehörte, erkennt man an dem besonderen Baustil der Gebäude. Weil welche Gebäude haben denn sonst so einen eher besonders wirkenden Baustil, sag ich mal. Also, naja, keine halt. Der Militär hat halt früher viel Geld. Morgenkrabben-Crew. Scheiße, ey, die haben gar nicht gecheckt, was ich von denen wollte. Verfolger, die Oma dachte sich gerade auch nur so, what the fuck, als sie mit dem Fahrrad bei mir durch die Kamera gefahren ist. Aber den Brunnen hier finde ich auch voll schön, irgendwie, weil das ist so ein Vulkankrater, ne? Da kommt das sieht halt so aus, als würde das hier wie aus so einem Vulkan rauskommen oder irgendwie so ein Geysir oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Sieht auf jeden Fall ganz cool aus, muss ich mal ehrlich sagen.
Also die Fontäne da, die springt aber irgendwie echt ganz komisch, ne? Das Gefühl. Irgendwie so komisch eingestellt, keine Ahnung, warum wie auch immer man diese Fontäne so einstellt, dass sie so komisch springt. Weil früher, als ich mal als kleines Kind hier lang gelaufen bin, war die Fontäne immer wesentlich höher und es hat immer mehr Spaß gemacht, was anzuschauen. Da drüben war auch früher mal ein Schloss, das wurde aber auch am 15. Februar 1941 komplett zerballert und ja, in seine Einzelteile zerfetzt. Ja Leute, ich bin jetzt gerade auch schon auf dem Weg Richtung Ende des Vlogs. Ich gehe jetzt hier rechts rum und setze noch ein bisschen hier meine Kumpeline beim Bismarckplatz ab und dann passt das schon. So, hoffe ich mal, dass der jetzt anhält. Macht er natürlich nicht, so wie man zum Pfefferstreifen irgendwie erwarten würde. Ja, aber naja, gut, hier ist ja generell so ein bisschen dann das Kreuz, wo jetzt einmal bei Zebrastreifen gerne mal übersehen wird. Obwohl, eigentlich heißt es ja nicht Zebrastreifen, sondern Fußgängerüberweg. Aber warum sagt man dann Zebrastreifen und nicht gestreifter Fußgänger, gekennzeichneter Fußgängerüberweg? Vielleicht, weil es so aussieht wie ein Zebra, wer weiß. Aber ich habe das nicht erfunden. Ich bin kein Verkehrspolitiker und auch kein Fahrlehrer. Also weiß ich sowas auch nicht. Okay, also die Abonnenten haben Vorfahrt übrigens, ne? Falls ihr das schon mal gesehen habt. Fahren Sie geradeaus und rechts zum Parkplatz. Guck mal, da vorne ist ein großer Bildschirm. So kann man ein bisschen Fernsehen, während man an der Ampel steht. Da ist ja nicht so langweilig. Aber obwohl da auch nur irgendwie irgendwelche blödsinnige Werbung kommt, die keiner braucht. Casa Grande war da ja früher mal drin, war ein gutes Restaurant, aber mittlerweile sind die nicht mehr das, was die mal waren. Ganz ehrlich, Leute. Rotes Licht, grünes Licht. Schade, hat nicht funktioniert. Heute wieder fast von einem Bären angegriffen werden, gar keinen Bock. Aber der Bär ist ja aus Stein, von daher alles gut. Heute wieder zu spät beim Objektmieten sein, gar kein Bock. Ja, so jetzt geht's auch wirklich langsam an dem Ende entgegen, Leute. Ja, also lasst ein Like da, wenn der Vlog euch gefallen hat. Abonniert den Kanal, wenn ihr mehr aus Wilhelmshaven und der Region sehen wollt. Und Leute, die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Denn jetzt in den nächsten Tagen kommt hier also ein Vlog raus, wo ich um 3 Uhr nachts in Wilhelmshavener Stadtteil Tondeich unterwegs bin. In welchen Stadtteilen von Wilhelmshaven soll ich nochmal einen Nachtvlog machen? Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr hier das mal irgendeinen Wunsch habt oder so, wo ich den Wilhelmshaven Nachtvlog machen soll. Also, Leute, bis zum nächsten Vlog. Tschüss!